Ja, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge 5 Fact. Heute gibt es mal 5 Fakten über den lieben Herr Bergmann, denn das haben sich einige tatsächlich gewünscht. Ich persönlich gucke hier nicht, aber wenn Leute noch sehen, dann kommt es auf jeden Fall. Gehen wir zu Fact 1 los. Name von der Bergmann ist Tim Bergmann. Hat jetzt keinen schockiert? Nächster Fact. Herr Bergmann ist Linkshänder. Und ja, das hätte ich nicht erwartet. Okay, gehen wir zum nächsten Fact über. Herr Bergmann hat einen Punkt, den ich persönlich auch habe. Höhenangst. Höhenangst ist ein Punkt, beziehungsweise ich habe jetzt keine direkte Höhenangst, nur ungesichert irgendwo. Auf Gebäude oder so ist mir das alles scheißegal, das kann so sein, wie es will. Ja, wie es bei ihm ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat er Höhenangst. Gehen wir zum nächsten Fact. Bergmann ist geboren am 11.07.1989. Das heißt, er ist... also... 11... 27? Okay, ja, ist er 27 sein. Das ist relativ alt für so einen YouTuber. Also, ja, doch, das ist relativ alt. Ja, gehen wir zum letzten Fact über, Leute, würde ich sagen. Herr Bergmann und ich sind mal wieder eins. Wir sind die Seele zusammen. Wir sind eins. Denn er mag keine Horrorspiele. Schließe mich an. Ich kann Horrorspiele auch nicht leiden. Wenn ihr ein Horrorspiel sehen wollt, müsst ihr es nur in die Kommentare schreiben. Ja, ich kann Horrorspiele auch nicht leiden. Aber für euch würde ich natürlich alles tun. Gut, das reicht dann auch erstmal. Dann würde ich sagen, Leute, wenn ihr noch mehr YouTuber sehen wollt oder von mir ist auch Bands, Musiker, irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Am einfachsten wäre es auch, wenn mir zum Beispiel per YouTube PN oder Instagram PN oder Twitter, gibt es Twitter PN? Ich weiß es gar nicht. Einfach irgendeine, sagt hier, mach mal 5 Fakten über XY YouTuber und schreibt mir dazu 5 Fakten hin. Müssen keine seltenen Fakten sein. Das Projekt ist ja eher so Standardfakten, um mehr YouTuber auch kennenzulernen, die man vielleicht vorher noch nicht kannte. Oder Bands, die man vorher noch nicht kannte. Auf jeden Fall, es kommt. Sonst, wenn keiner was vorschlägt, habe ich schon eine Idee für die nächste Woche. Sonst würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Könnt mich gerne abonnieren oder ein Like geben. Und ciao.